Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ja, wie ihr im Titel ja schon gelesen habt, heute gibt es ein bisschen anderen Content. Heute nichts mit Autos, heute gibt es ein bisschen Bike-Content. Wir sind nämlich hier bei Kawasaki in Hamburg, bei Helge Hoffmann. Und ja, ich habe mir mein Traumbike gekauft, weil ich habe jetzt einen A2-Führerschein habe ich jetzt gemacht und dachte mir, da muss auch ein schönes Bike jetzt her, da habe ich Bock drauf. Und ich würde sagen, ich schnack jetzt hier gar nicht viel rum. Ihr seht jetzt das Bike, jetzt den Bike-Porn und danach schnacken wir noch ein bisschen über das Bike, gehen auf ein paar Details ein und ich würde sagen, Abfahrt dafür. Yeah. There's a war going on inside, just to name a couple. I battle with porn and pride in a persistent struggle, a reoccurring huddle, a prayer meeting with me and the Holy Spirit. Feeling free, but no, I'm nowhere near it. But thank God for his conviction, the awful part of me that made me others to suspicion and call me into question. Ja Leute, Pörnchen habt ihr gerade gesehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Bike findet. Ja, es ist eine Kawasaki Z900 A2-Variante geworden, also gedrosselt in der wunderschönen Kawasaki Grün-Grau-Variante. Und ja, Helge Hoffmann hat mir das Bike auch ein bisschen umgebaut. Und da können wir jetzt mal drauf eingehen, was wurde hier verändert, was wurde hier gemacht an dem Fahrzeug. Und zwar, es ist ein komplettes Neufahrzeug und was wurde gemacht? Die Hebel wurden geändert, da haben wir jetzt grün eloxierte Kupplungs- und Bremshebel. Wir haben hier die schönen Highsider Lenkerenden mit den Spiegeln. Richtig geil auf jeden Fall. Passt zu so einem Naked Bike, finde ich einfach perfekt. Und das Herzstück, was auch richtig geil ist, ist diese Zart-Komplettabgasanlage. Die ist wirklich von vorne Abkrümmer. Geht hier in einen 200-Zeller, wie man es aus dem Autobereich, aus dem Tuning-Bereich kennt, mit den 200-Zeller-Cuts und dann hier die schöne, ja, Zart-Endtüte mit der Echtcarbon-Kappe hinten, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben auch gerade schon mal ein bisschen reingehört. Also Klang ist wirklich allererste Sahne, weil serienmäßig kommt da nichts raus aus den Dingern mehr. Wir haben noch hier einen kurzen Kennzeichenhalter verbaut, also wirklich diese Stani-Sachen. In diesem ganzen Bike-Tuning-Kram bin ich auch nicht so richtig drin. Deswegen habe ich gesagt, komm Helge, baue mir das Ding um, wie du das geil finden würdest. Für die Zartabgasanlage habe ich mich dann aber nochmal entschieden, mich ein bisschen schlau gemacht, was da gut sein soll. Genau. Was auch noch cool ist bei der Anlage, zeigen wir euch auch gleich nochmal, ist dieser super, super dicke Rohrdurchmesser, weil der wurde nämlich nochmal verändert. Da ist ein größerer Rohrdurchmesser. Wir können ja mal die serienmäßige, weil die ganze Serienteile habe ich natürlich auch mitbekommen, die serienmäßige Abgasanlage oder Krümmer ist das hier. Hier ist ein Vorcut, hier irgendwie ein Nachcut. Naja, und wie gesagt, hier ist nur dieser kleine 200-Zeller. Wenn wir die mal daneben legen, sieht man wirklich, vor allem bei den Krümmern, wie viel fetter ist bitte schön dieser Krümmer. Also das ist auf jeden Fall brachial und das merkt man auch am Sound. Also das hört man auch raus, viel dumpfer, viel rotziger, also es bringt schon ordentlich was. Und halt diese fette Wanne ist weg, das Ding ist weg, wodurch einen schönen 200-Zeller, wie gesagt, ersetzt. Und das hört man auf jeden Fall auch. Und ich würde sagen, ja, hier sind noch diese ganzen Sachen, hier dieser riesen Serien-Endtop. Das Ding ist wirklich pottenhässlich. Ich hole das Ding, ich habe noch gar nicht in der Hand gehabt, das Teil, guck mal. Das ist direkt abgeflogen, so wäre das sonst dran. Das macht, finde ich, das ganze Bike kaputt, so ein Auspuff. Also wer mit Serienauspuff rumfährt, der ist auch echt komplett verloren. Ja, ach genau, was ich auch vergessen habe, wir haben noch eine Sozio-Abdeckung hinten. Sonst wäre das Teil hier dran, mit diesem, ja, Pad, dass man drauf sitzen kann quasi. Sieht das, finde ich, auch nochmal eine Ecke schöner aus, auch hier schön in ja, Moped-Lackfarbe. Und ich würde sagen, ich reiß den Koffer jetzt mal an, ne? Und dann hören wir uns mal den Sound an von der Zartabgasanlage, oder? Geh mal nach hinten hier mal lieber. Wollen wir noch mal gucken. Wunderschöner Klang, gut, Abgasanlage ist noch nicht warm, also ich habe schon mal von einem Kollegen eine gehört, also wenn die richtig warm ist, die Abgasanlage, dann fängt die auch an zu knallen, zu plöppeln, also das ist wirklich allererste Sahne. Bin ich super happy mit, Bike natürlich 0 Kilometer, muss noch eingefahren werden, was auch noch ganz wichtig ist, ich habe mir noch so schöne Display-Schutzfolie habe ich mir noch geholt, dass das nicht zerkratzt, dann kommt die hier ab, kommt eine schöne Schutzfolie noch drauf, ne? Vor allem doch sind da keine Kratzer drauf und das soll so bleiben. Das Bike werde ich zu Hause auch nochmal Keramik versiegeln. Ich habe da so eine Keramikversiegelung von Sonax, eine ganz geile. Die Evo CC Coating haue ich da drüber, ja, damit das Bike auch versiegelt ist. Und genau.
Und ich würde sagen, das war's an sich schon. Wir sind jetzt hier noch bei der Abholung. Falls ihr aber Bock drauf habt, dass wir vielleicht auf dem Account, na, mal ab und zu abwechseln, vielleicht ein, zwei Moped-Videos mal raushauen und vielleicht ein bisschen Bike-Content bringen, schreibt das gerne in die Kommentare oder zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir laden die Karre ein, fahren nach Hause und schauen einfach mal, wie euch das gefallen hat, ob wir da noch weitere Videos mit produzieren. Und lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.